So Leute, willkommen zurück zu Fury. Wir machen weiter. Ich habe ja hier an der Stelle Pause gemacht und jetzt geht's direkt weiter mit unserem lieben Freund, dem Mann im... Ja, was ist das eigentlich? Ein Sumpf? Ein Klärwerk? Ich habe keine Ahnung. Okay. Sein Schöpfer. Jetzt muss ich erst wieder die Steuerung hineinkommen. Jetzt ist halt die Frage. In welcher Verbindung stehen wir wirklich zu ihm? Bildet er sich das alles nur ein oder stimmt das etwa wirklich, dass wir dafür verantwortlich sind? Oder war es eventuell sogar der Hase, der hier Schaden angerichtet hat bei ihm? Auf jeden Fall weiß der Hase irgendetwas darüber. Oh, du Sackgesicht. So, das war's jetzt. Zack, Nahkampf. Auch wenn ich im Nahkampf schlechter bin als im Fernkampf. Oh Gott. In sowas bin ich auch kacke. Wow. Der hat mich jetzt verseucht, oder wie? So. Und ich renne auch noch rein, wisst ihr? Verflucht. Oh Gott. Ich glaube, ich mache hier einfach mal kurz neu starten. Weil wenn wir eh den Kampf ab der ersten Sequenz wieder neu starten müssen, dann sehe ich es nicht ein, hier praktisch ein Continue zu verballern. Zumal das Spiel ja jetzt nicht gerade das Einfachste ist. Dort, du Sack. Ich muss mal hier so eine Punktlandung machen, weil ich gerne mal sehen würde, wie es aussieht, wenn ich bei ihm so einen Finish-Angriff einsetze. Aber ich werde wahrscheinlich noch oft genug dazu kommen. Oh Gott. Zack, zack. Drauf. Ich habe überhaupt gar keine Gnade. Wow, was hat er hier? Nein. Du Mist. Zack. So. Nein, nicht schon wieder der Käse. Oh, ich bin so schlecht im Ausweichen, weil ich das immer zu spät realisiere. Aber ich glaube, die Phase habe ich. Ja. Waren wir vielleicht derjenige, der diese riesige Explosion ausgelöst hat, von der der Hase gesprochen hat? Kann das sein? Ich meine, möglich wäre es ja, ne? Ich glaube es zwar eigentlich noch nicht so wirklich, weil wir ja doch als relativ netter Charakter wirken. Aber man weiß es natürlich nicht. Und ich glaube, unsere Vorgeschichte ist nicht so nett, wie wir bis jetzt wirken. Und ich meine, so nett sind wir auch nicht. Wenn ihr mal bedenkt, wir schlitzen hier einen Charakter nach dem anderen auf. So. Bam. Ja, komm. Der vergiftet uns hier aber auch permanent mit irgendeinem Mist. Okay. Verdammt, da hat er mich erwischt. Und er sorgt immer für diese Drogentrip-Angriffe. Ich bezeichne es jetzt einfach mal so. Nein. Okay, geschafft. Das glaube ich eher nicht, dass ich das. Wow. Ja, sagt mir mal einer, dass er das kann. Natürlich ist er hinter mir. Zack, direkt reingerannt.
Nein. Verdammt. Ja, so gleich bin ich tot, ne? Ich muss jetzt... Wow, super blocken, wollte ich gerade sagen. Ich hab gemacht, aber irgendwie hat nicht funktioniert. Mein Freund, ja, mein Freund kriegst du aber nicht. Mein Freund ist nämlich ein ganz, ganz liebes Häschen. So, diesmal habe ich dich ganz gut erwischt. So, nicht. Verdammt, er ist wieder auf dem Weg zu mir. Ja. Zack. Oh ja, wieder den Dreck. Nee, nee, ich muss nicht gefreed werden. Okay, diesmal hat's funktioniert. Ja. Blocken will gelernt sein. Oh, da macht er noch einen zweiten Hieb, wenn ich blocke. Zack. So, geh in den Nahkampf über, mein Freund. Oh, wenn ich den angreife, ich muss den halt aus dieser Technik rauskriegen, weil das finde ich zu übel. Jetzt macht er wieder Daydrag. Lass mich in Ruhe. Nö. Fang hier gar nicht so an. Mir hier irgendwas unterstellen, das kann ich gar nicht leiden. Oh ja. Das war's. Oh. Das ist so ein Mistkerl, aber er ist unfassbar stark. Naro taucht er auf. Oh ja, jetzt macht er wieder den Käse. Zack. Also den so zu erwischen ist, glaube ich, echt mit einer der besten Möglichkeiten, ihm Schaden zuzufügen. Oh ja, das bringt jetzt gerade gar nichts. Ja, da bin ich mitten reingerannt. Nein. Ja. Es ist nicht so leicht, sich daraus zu befreien, aber es geht. Es ist doch machbarer, als ich dachte. Versucht, den zu blocken, aber ich krieg's nicht so recht hin. Aber wenn ich ihn kriege, dann hat er verloren. Oh, ja, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich schießen. Zack, Nahkampf. Das Blocken, das ist total schwer. Also Leute, wer jetzt meint, Wolf, du bist total kacke. Zum einen habt ihr recht. Oh, und zum anderen ist das aber auch nicht gerade leicht. Also glaubt das bitte nicht. Glaubt nicht, ich stelle mich hier einfach bloß blöde an. Das mache ich ohnehin. Also da braucht ihr... Da lüge ich euch nicht an. Ich stelle mich blöd an. Aber diese Kämpfe sind echt nicht einfach. Ich will ihn wieder hiermit erwischen, weil wenn ich ihn damit treffe, ist er halt echt ziemlich erledigt. Aber gut, mit den Schüssen ziehe ich ihm ja zumindest während der ersten Phase auch eine ganze Menge HP ab.
So. Zack. Also die erste Phase ist bei dem mal wieder. Er gehört wieder zu den Charakteren, die zumindest während der ersten Phase mehr als nur machbar sind. Und dann im Nachhinein richtig aufdrehen. So, zack. Ja, ich hab den gleich wieder. So. Nein. Du Drecksack. Ich meine, man kann eigentlich so klasse parieren. Wenn man es denn hinkriegt, so wie jetzt. Aber man muss es eben hinkriegen. Und das ist teilweise echt nicht einfach. Zack, nochmal. Zweite Phase. Nee, habe ich nicht. Das bildest du dir nur ein. Ich bin eigentlich ein total netter. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich so nett bin. Ja, Volltreffer. Ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr, dass ich wirklich nett bin. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich ein ziemlicher Arsch bin. Und vielleicht sogar, wie gesagt, für diese Explosion hier verantwortlich. Die ja scheinbar die ganze Welt so ziemlich zerstört hat, ja, doch, kann man sagen. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass es die Welt zerstört hat. Oh, der ist... Also wenn er das macht, ist er echt nicht einfach zu erwischen. Aber jetzt habe ich... Na komm. Nein. Das ist auch, wenn man die falsche Aktion hier macht, man kommt nicht schnell genug wieder in den Wechsel rein. Ja, da zum Beispiel habe ich jetzt gedacht, er schlägt wieder zu und da hat es mich erwischt. Boah, Treffen ist bei dem auch nicht das Einfachste der Welt. So. Der Schuss muss nicht mal ganz aufgeladen sein, Hauptsache er trifft. Weil wenn ich treffe, bin ich schon ganz froh drum. So wie jetzt. Aber ich glaube, auch wenn ich dafür verantwortlich bin, was aus ihm geworden ist, ist er, glaube ich, hier ganz zu Recht eingesperrt worden. Weil egal, was ich ihm angetan habe, er hat wahrscheinlich anderen noch viel, viel Schlimmeres angetan. Würde ich jetzt zumindest mal so von seinem Wesen her davon ausgehen. Und warum ich gerade noch mehr Schaden erhalten habe, weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, das wird wieder ein relativ kurzer Kampf. Außer ich pariere jetzt in Zukunft recht gut. Was nicht danach aussieht. Nein, da habe ich wieder parieren gedrückt. Ich glaube, ich schneide euch das dann wieder zurecht. Oh, ich versuche jetzt mal was anderes. Nee, das bringt gar nichts. Ihn zu treffen ist aber auch nicht einfach. Er ist doch ziemlich agil. Ja, wenn man ihn mal erwischt, dann ist gut. So.
Nein, nein, nein. Leute, ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der in Spielen allgemein gerne pariert. Ja, oh, jetzt habe ich. Ich denke immer, der macht seinen anderen Schlag und dann bin ich tot. Ich schneide euch das, bis wir wieder an der Stelle sind. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt Phase 1 nochmal runtergehauen. Ah, jetzt kommt nochmal Phase 3. Also, ja, doch Phase 3. Ich habe Phase 2 nochmal runtergehauen und Phase 1. Oh, das ist. So. Bleib am besten liegen. Hier muss man echt froh sein, wenn man ihn überhaupt trifft. Oh, jetzt geht das wieder los. Achso, nee, jetzt macht er wieder den Mist. Also im Doppelhieb kann man ihn aber zumindest abwehren. Nicht der Dreck wieder. Diese Barrieren machen nämlich 2 Schaden. So. Nee, reicht noch nicht ganz. Ich muss ihn noch einmal abschießen. Ja, nee, jetzt macht er wieder den Dreck. Aber wenn man. Wenn man ein paar Mal gegen ihn gekämpft hat, lernt man so ein bisschen parieren. Nicht viel, aber ein bisschen. Nein. Nein, ich drück immer parieren. Du Mistsack. Ja, jetzt macht er wieder den Dreck, der mich wahrscheinlich sogar trifft. Nee, geschafft. Schlecht im Parieren. Ich muss dringend parieren üben. Ja, komm. Nicht der Dreck. Oh Mann. Ich hasse das. Weil diese Technik, die kann man so verdammt schwer abwehren. Weil wenn man da Verteidigung gedrückt hat, ist es schon zu spät. Dann braucht man gar nicht mehr weitermachen eigentlich. Das ist wieder falsch. Zack. Nein, ich habe mich verfehlt. Oh, jetzt kommt er wieder mit Angriffen. So. Nee, ich habe mich eigentlich nicht vor, von dir befreien zu lassen. Ich mache das schon ganz alleine. Ich bin auch schon ein großer Junge. Okay. Nein, ich war zu langsam. So, jetzt habe ich dich. Okay, nochmal Nahkampf. Ja, da habe ich ihn sogar einmal theoretisch hätte. Ja, ich renn rein. Den zweiten Block, den versiebe ich immer, weil ich immer nicht dran denke, dass der auch einen zweiten Hieb machen kann. So, komm hoch. So, ihn einmal bloß anhauen, damit er weggeht. Dann kann er nämlich den Angriff nicht mehr fortsetzen. Oder ihn gleich kaputt hauen. Das geht auch. So, Phase 3 geschafft. So, was? Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da so viel los ist. Aber es geht. Wenn man erstmal verstanden hat, wie der Schuss die Bahnen lenkt, dann kann man super abwehren. Ich hoffe, das ist wieder eine etwas einfachere Phase.
Weil theoretisch, ich muss ja eigentlich nur ausweichen und drauf schießen. Ach ne, jetzt kommt er wieder mit seinen Kopien. Frage ist halt, wer ist der Echte? Der war es nicht. Der war es auch nicht. Wahrscheinlich der da. Obwohl, der eine hat ja eben so HP-leistenmäßig gezuckt. Nee, immer der Letzte. Oder ich muss alle zerstören, dass der Echte rauskommt. Ja, ich glaube, es war so. Nein, jetzt kann der das auch noch in Folge einer Angriffsfolge machen. Das ist unfair. Du Mistsack. Jetzt habe ich dich. So. Ich wünschte, das würde etwas mehr Schaden machen. Nein. Oh, ich hätte ausweichen müssen. Aber vielleicht kriege ich ihn. Nee. Obwohl, wenn ich jetzt... Ja, das war knapp. Okay, jetzt kommt er hier mit den ganzen kleinen Kügelchen und versteckt sich dahinter. Das macht es natürlich umso schwerer, ihn zu beschießen. Wenn man ihn halt nicht trifft. Und selbst mit voller Wucht kann man da nicht richtig durchschießen. Und das sind auch so Kugeln, die meine Kugeln so ein bisschen anziehen. Och, nicht der Dreck schon wieder. So. Alle zerkloppen, an die ich drankomme. So. Nein. Oh, zieht er viele ab. Also der Kerl ist echt eine Nummer für sich. Muss wahrscheinlich dann schnell dran vorbeichargen und ihn hauen, aber... Naja, hauen hat ja eben auch nicht funktioniert, da weicht er ja aus. Hat er so einen Ausweichmove drauf. So einen super tollen. Ja, und jetzt geht das hier wieder los, komm. Zack. Warte, jetzt macht er das gleich nochmal mit Wellen. Ich darf sagen, dass ich das nicht sonderlich fair finde. Ja, da war es das wieder. Leute, dieser komische Gifttyp. Er hat für meinen Geschmack ein bisschen zu viel drauf. Ich kann halt hier so mit dem kleinen Geschoss versuchen, ihn zu erwischen. Aber ich bezweifle, dass das funktioniert. So. Zumindest das hat funktioniert. Komm, Bert. Nicht der Dreck. Nein. Ja, komm. Laden, dann pusht den da raus. Und jetzt dich. Ich habe gehofft, ich würde ihn treffen. Ja, jetzt. Damit ziehe ich ja immer relativ viel ab. Auch nicht so viel, aber es hält sich noch im erträglichen Maß, sage ich mal. Oh, damit ein Durchchargen funktioniert. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Dann ist das wohl die Möglichkeit, ihn zu vernichten. So. Also bin ich mal gespannt, wie er hier seine Angriffskombos noch weiter gestaltet.
Kriege ich ihn hier nur mit perfekten Kombos hin, oder wie? Also, perfekte Kombos mit perfekten Block. Lach ruhig. Ha, ich habe ihn, während er mich getroffen hat, auch getroffen. So, jetzt das Finale. Finale ist ja meistens nur so ein Hieb, der richtig sitzen muss. Okay. Jetzt fängt er wieder mit dem Käse an. Das konnte ja unser erster Gegner, falls ihr euch erinnert, auch schon. Ja, und ich renne mal wieder ins Falsche. Wow, also jetzt finde ich, übertreibt er ein bisschen. Hör auf mit dem Käse. Will aber nicht sterben. Oh Gott. Kann mir mal einer sagen, wie ich das schaffen soll? Und ist jetzt wieder von vorne, ne? Oh. Also der in seinem komischen Tic-Tac-Toe-Feld da, der kann mir mal gestohlen bleiben. Ach ja, jetzt ist wieder hier Ausweichen angesagt. Was ich nicht hinkriege. Ja, Leute, ich find das kacke schwer. So, Leute, ich mach Schluss für heute. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, wenn ich die Phase geschafft habe mit seinen Vierecken. Weil das ist mir zu übel, wenn ich das onscreen machen muss. Da brauche ich Konzentration. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben da. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal mit Fury. Bis dann, euer Wolf.